Search history songs. Target GDR. Wir sehen ihn da oben links auf dem Wall. He's the European champion. He won 2 weeks ago in the Czech Republic. He's actually the strongest Xterra athlete. Und er ist kurz vor der Brücke, vor der Treppe, ganz vorne. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und jetzt macht Lärm für den Franzosen Arthur Serrière laufen. Und das bringt ihn hier nach 2 Stunden, 35 Minuten und 44 Sekunden Platz 1 bei der Xterra Elite im Rahmen der OSE Challenge. Herzlichen Glückwunsch, congratulations, Arthur Series. Er ist momentan Zweiter, wo ist der Dritte? Wo ist Lukas Kotscher? Der ist hinter ihm, aber das sollte für Silber, das sollte für Platz 2 reichen, weil jetzt wurde er hat schon die Faust in der Luft. Er freut sich schon, er weiß, nur noch der letzte Anstieg über die großen Treppen. Da kommt noch ein bisschen Gegenverkehr und dann war es das. Dann kann er den Sieg gemütlich nach Hause bringen. Und ich bitte euch, macht Lärm für den Deutschen, für Jens Roth mit der Siegerfaust über die Ziellinie. Nach 2 Stunden 36 und 46 Sekunden fällt ihr dem Sieger Arthur Serrière in die Arme und bekommt natürlich direkt seinen Blumenkranz überreicht. Und jetzt natürlich auch nochmal ordentlich Lukas Alarm für Lukas Kotscher, für den Tschechen mit der Nummer 40. Ein ehrbarer dritter Platz. Werden wir natürlich gleich fragen, was er davon hält. Und jetzt Roth, ich habe eben ein bisschen zugehört, hat zu Benno gesagt, ein Deutscher auf dem Podium, das ist natürlich eine geile Sache. Glückwunsch an die drei Modestplatzierten. Arthur Serrière, Jens Roth und Lukas Kotscher. Yes, amazing race for those guys. Arthur Serrière. Jens Roth auf Platz 2 und Lukas Kotscher auf Platz 3. Enjoy your beer. Our top 3 of the day. Auf dem Weg ins Ziel, Maxim Sassarat, deutscher Vizemeister. Herzlich willkommen im Ziel! Und das darf natürlich nicht ausbleiben. Vielleicht können wir ihn jetzt auch mal hören. Jens Roth, gut riechst du. Danke, habe ich mir verdient. Du hast eben schon zu mir gesagt, ist absolut geil, nicht nur zweite hier geworden, das 5. Mal in Serie, deutscher Meister. Wie fühlt sich das an? Ja, absolut unbeschreiblich. Zum 5. Mal in Folge, zum 3. Mal hier bei meinen Freunden in Zittau und dann auch auf dem Podium hier zu stehen. Also seit 2015, wo ich hier bin, habe ich nie einen Deutschen im Podium gesehen und ich habe es mir vorher gewünscht gestern, dass endlich mal einer dabei steht und dass ich es bin, absolut geil. Wahnsinnsleistung, das sieht euch mal einen kleinen Zwischenapplaus. Dass du ein guter Schwimmer bist, das haben wir gewusst, aber auf dem Rad, da hast du uns dann echt beeindruckt. Hast du daran noch mal ein bisschen gefeilt, an der Radtechnik? Nee, ich hatte einfach von Anfang an den Plan in meinem Kopf. Ich bin das Rennen in den letzten 2 Wochen mehr als 100 Mal im Kopf durchgegangen, wo an welcher Stelle ich genau sein will. Und ich habe einfach strikt meinen Plan durchgezogen und mich von keinem irritieren lassen. Und ich glaube, der Schlüssel heute war, dass ich das Rennen schon 100 Mal in meinem Kopf gewonnen hatte. Man merkt ja an, es fühlt sich für dich so an, als hättest du einen 2. Platz gewonnen und nicht den 1. verloren. Trotzdem kleiner Wermutstropfen, dass du beim Laufen noch eingeholt worden bist von Arthur? Nee, ich meine, wir wissen alle, die, wo die Europatour verfolgen, Arthur Serrière ist einfach ein Überläufer. Und aber dann nur 1,5 Minuten hinten dran zu sein und in der Lage zu sein, auch mit Lukas mitzulaufen, ihn auf der Radstrecke nochmal zu stellen. Ich bin einfach nur froh über Platz 2. Ja, und vor allen Dingen mein 5. Titel in Folge, unbeschreiblich. Und jetzt wird nicht nur Bier übergekippt, sondern auch eingekippt? Ja, nachher, ich bleibe heute Abend auf jeden Fall zur Party, nicht wie letztes Jahr. Und ich freue mich mit den Freunden hier aus Zittau und mit allen Athleten zusammen heute Abend eine fette Sause zu machen. Also, danke nochmal für eure Unterstützung. Die Sause wird's geben. Vielen Dank. Search History Songs. Target GDR.